Buonasera, meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Ja, heute Morgen kam ja die Meldung, was wir alle erhofft haben, sagen wir mal, erhofft haben, uns auch gedacht haben, dass der Frank Kramer beurlaubt worden ist, entlassen worden ist nach dem Debakel von gestern. Aber das sind so viele Fragezeichen. Ja, ich habe mich gestern auch so drüber aufgeregt. Man kann sich wirklich über das Spiel drüber aufregen, über die Aufstellung, die Art und Weise, über alles. Aber ich habe mir gestern die Pressekonferenz mir auch angeschaut. Sag mal so, wir hauen ja immer alle auf die Trainer drauf, wenn es nicht läuft. Ich auch. Ich tue mich ja auch mit dabei. Aber ich habe diesmal auf den Frank Kramer überhaupt nicht so viel draufgehauen. Ich habe nur gesagt, der muss gehen und habe den nichts mit beleidigen und so, weil das finde ich in dieser Zeit so krass, wie man den dann beleidigt, auch in Social Media, das finde ich ungerecht. Das finde ich wirklich nicht gut. Das finde ich gut. Beleidigungen müssten nicht sein. Gestern hat der Frank Kramer in der Pressekonferenz mir so leid getan. Er hatte auch Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob der vorher schon geweint hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, er meint das ehrlich. Dass es jetzt bei uns nicht geklappt hat, ist so. Viele haben damit schon gerechnet. Schon bei seiner Verpflichtung hat er es schon schwer gehabt. Haben viele gesagt, ach, der wird nicht lange bleiben. Was willst du mit denen und so etc. Ich habe meine Meinung auch gesagt, aber ich drücke immer einen Trainer, der auf Schalke kommt, trotzdem die Daumen und hoffe immer wieder, das ist jetzt der Richtige, wo wir endlich mal Kontinuität im Trainer, bei einem Trainer haben. So, jetzt ist mein Schlauer, ja, ist doch der falsche Trainer, jetzt kommen alle Experten wieder raus. Schade, aber hat nicht gepasst mit dem Kramer, absolut nicht, von Anfang an nicht, wir haben es gehofft. Aber wo ich drauf gehen will, was der Kramer in der Pressekonferenz gesagt hat, bei einer Frage von einem Reporter, fand ich die Antwort gut. Dazu komme ich jetzt. Dann lasse ich einmal kurz den Clip laufen. Bitteschön. Kramer, fühlen Sie sich nach diesen 90 Minuten von einigen Spielern oder sogar von der ganzen Mannschaft im Stich gelassen? Ja, das ist dann immer die Frage. Nee, ich bin Teil der Mannschaft. Und dass wir heute eben nicht so zu Werke gegangen sind, wie wir das tun müssen, das ist ganz klar. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Spieler aus welchem Grund auch immer überrollt worden sind. Aber ich denke, sowas sollte man nicht persönlich nehmen. Ich denke, und da muss ich noch eins dazu sagen, das Allerwichtigste, das vergisst man immer ganz schnell, das Allerwichtigste ist der FC Schalke 04 und nichts anderes. Also wenn, und das muss man auch mal ehrlich sagen, wenn, dann haben wir alle den Verein im Stich gelassen. Ja, und die Fans, die mit dem Herzen dranhängen und die uns unterstützen und die großartig sind, das muss man, dass wir die heute maßlos enttäuscht haben, das ist das Einzige, was zählt und nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten von mir. Ihr habt es gesehen, habt ihr auch die Augen gesehen, knallrot. Mir tat er wirklich leid, ist so. Kann mir einer erzählen, was er möchte. Er tat mir gestern wirklich leid. Aber auf die Frage, wurden Sie im Stich gelassen von der Mannschaft oder von einzelnen Spielern? Ich kann das jetzt nicht Wort für Wort sagen, aber nur ein paar Stichwörter. Was ich am besten fand, was er gesagt hat, und da appelliere ich jetzt an die Spieler. An die Spieler, weil Sonntag ist das wichtige Spiel in Berlin. Jetzt geht's an die Spieler. Der Kramer sagt auch, das Allerwichtigste ist der FC Schalke 04 und nichts anderes. Und wenn, muss man ehrlich sagen, wen haben wir im Verein im Stich gelassen? Wen haben wir im Verein im Stich gelassen, meint er? Und das sind die Fans, die mit dem Herzen sich dranhängen am Verein, die wir leiden, oder die Fans, die im Stadion waren,
in Hoffenheim, die den weiten Weg dahin gefahren sind und die Mannschaft so supportet haben. Wir haben die aus der Wohnung am Fernseher oder viele in der Kneipe. Aber die Fans, die zig Kilometer gefahren sind, unsere Mannschaft supportet hat. Wir Fans leiden am meisten. Und er sagt das, die haben uns enttäuscht. Er sagte selber, ist das nicht so schlimm. Es ist der Verein wichtig. Und die Fans, weil die Fans hat er auch gesagt, die sind großartig, super. Und er weiß, dass wir Fans, wir können top sein, aber wir können auch scheiße sein. Ist wirklich so. Ich bin ja ehrlich, wir können auch scheiße sein. Und da hat er richtig, es geht nur um den Verein, um nicht die einzelne Person. Denn Schalke, wo wir jetzt da stehen, das ist richtig, richtig scheiße. Ja, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen, ist auch so. Dass der Kramer auch teilschuld ist, wie wir aufgetreten sind, wie wir gespielt haben, weiß er auch selbst. Schon gestern mit der Aufstellung, Mohr rechts, links, Matriciani nach 39 Minuten wechselt. Er macht ja auch Fehler. Wir sind ja alle Menschen und machen Fehler. Und wir haben alle gefordert, Kramer raus. Ist jetzt auch passiert. Aber jetzt appelliere ich an diese Mannschaft. Die müssen jetzt zeigen am Sonntag, dass sie für uns kämpfen. Nicht nur eine Halbzeit gegen Hoffenheim in der Veltins-Arena am Freitagabend. Was war das gestern? Ey, das war Arbeitsverweigerung. Für mich war das wie Arbeitsverweigerung. Ja, kann sein, dass sie keinen Bock auf den Trainer haben, haben den in den Stich gelassen. Aber was ist mit den Fans, die da zig Kilometer fahren? Habt ihr mal an die Fans gedacht? Ne, ich appelliere an die Spieler. An die Fans gedacht? Nein, habt ihr nicht. Klar, wenn ihr gegen den Trainer seid, was müsst ihr machen? Nur Scheiße spielen, bumm, ist Trainer weg. Habt ihr auch geschafft. So, wir wollten auch alle, dass der Kramer geht. Aber trotzdem tut er mir wirklich im Herzen leid, wenn ich den gestern in der Pressekonferenz gesehen habe. Ja, was passiert jetzt? Jetzt, was ich gelesen habe und so alles, wird erstmal unser Co-Trainer Matthias Kreuzer übernehmen. Matthias Kreuzer hatte mal ein Spiel übernommen für Büskens, wo Büskens Corona hatte. Das war in Ingolstadt, glaube ich. Da hat er das auch gemacht für ein Spiel. Aber diesmal soll er es erstmal übernehmen. Ich denke mal mit Büskens an seiner Seite und Asa an seiner Seite. Ich würde dann vorschlagen, bis zur Winterpause, bis zum letzten Spiel gegen Bayern München, dann ist sowieso 3 Monate Winterpause und dann würde ich mich um einen neuen Trainer kümmern, dass er dann 3 Monate Zeit hat, sich auf die Mannschaft vorzubereiten oder zum Beispiel den Trainer schon im Hinterkopf haben, dass er sich die Mannschaft jetzt die letzten Spiele sich anschaut und sagen kann, mit welchen Spielern ich arbeite und mit welchen Spielern ich nicht gerne arbeite, die ich sage, die brauche ich nicht. Um welche Verstärkung wir brauchen. Deswegen würde ich das machen mit Matthias Kreuzer dann. Übernehmen bis zur Winterpause, weil jetzt neuer Trainer, bin ich ehrlich, bei dieser Mannschaft schwierig. Vielleicht verbrennst du den auch noch bis zur Winterpause, wenn du dann alle Spiele noch mit dem neuen Trainer verlierst, dann hat der neue Trainer dann schon wieder Schwierigkeiten. Wenn du das mit dem Co-Trainer machst, Büskens an seiner Seite, nochmal paar Punkte holst bis zur Winterpause, ein paar Pünktchen, dass der Abstand nicht größer wird, dass alles eng beieinander wird und dann vielleicht den neuen Trainer holst, dann könnte es vielleicht klappen. Oder vielleicht kann es sein, dass der Matthias Kreuzer es bis dahin mit Büskens zusammen, Büskens ist ja nur hinter der Kulisse, aber vielleicht bis dahin klappt das und dann brauchst du keinen anderen Trainer, weil du bezahlst jetzt den Gramotzes und den Kramer jetzt, bezahlst jetzt zwei. Und wie ich gehört habe, der neue Trainer, der kann ruhig sein Staff mitbringen, was vorher gesagt worden ist. Nein, er muss den Staff übernehmen, der da auf der Bank ist. Da bin ich jetzt gespannt, was da in nächster Zeit auf Schalke passieren wird. Das wird richtig, richtig noch spannend. Von mir aus sage ich erstmal, Frank Kramer, ich wünsche dir alles, alles Gute in deiner Zukunft. Trotzdem danke, dass du dir das angetan hast, versucht hast, bei uns Fuß zu fassen. Leider hat es nicht geklappt. Trotzdem wünsche ich dir noch viel Glück in dein weiteres Traineramt. Ja,
Und ich bin auch gespannt, was passiert. Aber jetzt nochmal an die Mannschaft. Sonntag in Berlin wollen wir euch wirklich richtig kämpfen sehen. Das heißt, ihr dürft nach dem Spiel, nach den 90 oder 95 Minuten, darf keiner von euch gerade stehen. Ihr müsst alle auf dem Boden liegen und tot sein, kaputt sein, dass ihr nicht mehr könnt. Reißt euch zusammen, darf in Berlin kommen wieder mindestens 2.000, 3.000 Schalker-Fans wieder hingereist. Obwohl ihr das gar nicht verdient habt, jetzt zur Zeit, wie ihr auftretet. Hättet ihr gar nicht verdient, aber unsere Schalker, es geht um unser Verein, um unser Schalke 04, kommt trotzdem wieder paar Tausend nach Berlin. Reißt euch jetzt den Arsch für die Fans. Für den Verein, für die Fans. Egal, wer jetzt an der Linie steht. Für die Fans und für den Verein. Reißt euch den Arsch auf. Weil was ihr gestern abgeliefert in Hoffenheim war Arbeitsverweigerung. Man müsste euch den ganzen Lohn abziehen und den Fans die Kohle geben. Und der Trainer ist dann immer die ärmste Sau, auch wenn er falsch aufgestellt hat. Aber trotzdem. So. Das war meine Meinung dazu. Schreibt da ruhig in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Entlassung war klar, haben alle gefordert, ich ja auch, aber trotzdem tat er mir wirklich im Herzen leid, was ich da in der Pressekonferenz gesehen habe. Was er da gesagt hat, fand ich gut, aber trotzdem hat es nicht geholfen. Und jetzt bin ich gespannt. Das werden spannende Wochen beim FC Schalke 04. Deswegen lieben wir den Verein, weil Schalke ist Schalke und nicht einfach so ein Verein. Alles klar, ciao, ciao, euer Schalker, Glück auf.